40 Kilometer Papier sind auf dieser gewaltigen Rolle. Bis zum Rollen- oder Tambourwechsel wird regelmäßig die Qualität geprüft. Ob Foto- oder Dekorpapier, alles wird hier zunächst als Endlosbahn auch der weltweit größten Dekorpapiermaschine, der PM1, produziert. Vor über 100 Jahren wurde das Familienunternehmen Schöller Junior Foto- und Spezialpapiere gegründet. Im Turm der alten Papiermühle ist heute das Papier- und Firmenmuseum. Ein Betrieb mit Tradition. Davon zeugt auch die alte Dampflok. Noch kein Museumsstück, sondern immer noch im Einsatz. 900 Mitarbeiter produzieren hier am Standort Osnabrück vor allem Imaging- und Dekorpapiere. Bevor die versandfertigen Papierrollen ins moderne Hochlager kommen, ist ein langer Produktionsweg nötig. Papierherstellung, das ist vor allem eine mit langen Wegen verbundene, feuchte Angelegenheit. Die Grundsubstanz, der Zellstoff, fließt durch kilometerlange Rohrleitungen. Diese Rohre müssen turnusmäßig gewartet und vor allem gereinigt werden. Und das sieht so aus. Eine Tätigkeit, die trotz optimaler persönlicher Schutzausrüstung ein Gefährdungspotenzial in sich birgt. Bei der Innenreinigung von Rohrleitungen wird eine Hochdruckreinigungsdüse in die Rohrleitung eingebracht. Beim Zuschalten des Hochdruckreinigungsaggregates oder auch beim Herausziehen der Schlauchleitung kann es zum plötzlichen und ungewollten Austreten der Düse kommen. Das führt zum unkontrollierten Umherschlagen der Düse und der Mitarbeiter kann im Gesicht oder anderen Körperteilen getroffen werden, was eine große Gefährdung für ihn darstellt und zu schweren Unfällen führen kann. Da traf es sich gut, dass Papiermacher Thorsten Hoffmann im Rahmen seiner Ausbildung als Sicherheitsfachkraft für seine Abschlussarbeit nach einem praxisbezogenen Thema suchte. Sein Betreuer Rüdiger Bartholomäus schlug ihm dieses Problem vor. Thorsten Hoffmann nahm sich der Sache an, doch ganz so einfach war es dann doch nicht, eine optimale Lösung zu finden. Das Komplizierte war es, beide mechanischen Gefährdungen wirklich auszuschließen. Ich hatte mehrere Lösungen, die eine von den beiden Lösungen immer ausgeschlossen hat, aber bis dahin keine Lösung, die beide mechanischen Gefährdungen ausgeschlossen hat. So Johannes, wir haben jetzt hier die Rohrreinigungsöffnung. Jetzt lass uns mal versuchen, ob wir das mal irgendwie mit Maßen versehen können. Am Ende ist es gelungen, eine optimale Lösung zu entwickeln. Und während der einzelnen Etappen der Umsetzungsphase seiner Idee standen ihm die Auszubildenden der betriebseigenen Lehrwerkstatt hilfreich zur Seite. Hier in der Werkstatt wurde dann auch gleich ein Prototyp hergestellt und zur Demonstration seiner Entwicklung hat Thorsten Hoffmann hier auch ein Modell bauen lassen. Die heutige Lösung besteht aus drei einzelnen Teilen. Ich werde es jetzt mal kurz demonstrieren. Je nach Reinigungsrichtung habe ich einen Deckel, den ich drehen kann. Es ist genauso, dass der Schlauch am Anfang in die Reinigungsöffnung gesteckt werden muss. Ich habe dann ein Formpassteil, was genau auf diese Reinigungsöffnung passt, mit einer aufgeschweißten Gewindestange, die ich praktisch hier arretieren kann. Dann haben wir einen Reinigungsdeckel mit einem Loch in der Mitte, um das mittig aufsetzen zu können und auf der Rückseite ausgefräste Öffnungen, die ich praktisch auf diese Stege aufsetzen kann. Ich werde es einmal zeigen. So. Das dritte Teil ist eine Flügelmutter, mit der ich jetzt praktisch einfach das untere Passstück und das obere Formteil gegeneinander schraube, sodass ich am Ende eine formschlüssige Verbindung habe, die sich absolut nicht mehr bewegen lässt. Ich habe die mechanische Gefährdung durch das Herausschlagen verhindert. Der Mitarbeiter kann nicht mehr getroffen werden. Und auch vom Wasserstrahl kann der Mitarbeiter auch nicht getroffen werden. Wichtig bei der ganzen Sache war es, und das war auch eine Schwierigkeit, das Reinigungsmedium muss weiter abfließen können. Ich konnte das Rohr nicht völlig verschließen. Ich habe jetzt praktisch hier durch die Steghöhe immer noch die Möglichkeit, dass das Medium, was ich reinige, ohne Probleme abfließen kann. Beim Praxistest zeigte es sich, die Sache funktioniert. Das Gefahrenpotenzial ist jetzt so weit minimiert, dass auch die persönliche Schutzausrüstung heruntergefahren werden kann. Statt des Visiers genügt jetzt eine Schutzbrille.
Ja, also das Teil ist eigentlich ganz gut so. Man baut das mit dem Schlauch da rein. Und wenn man dann den Druck aufbaut, da kann der Schlauch nicht mehr rausfliegen. Man wird selber nicht mehr, man kriegt nicht mehr das ganze Wasserabwasser durch rauskommen beim Reinigen. Also ist schon eine feine Sache. Ja, die Erfindung hilft uns sehr viel weiter im Arbeitsschutz. Das war ein Problem, was schon länger bekannt war. Es gab dort auch schon Berichte von der Berufsgenossenschaft, die ebenfalls Lösungen hier suchten. Und ich finde die Lösung von Herrn Hoffmann deswegen so gut, weil sie pragmatisch ist, weil sie leicht anwendbar ist und weil sie das Problem wirklich beseitigt, und zwar weil sie es auch technisch beseitigt. Wir haben jetzt vor, in der nächsten Woche im Arbeitsschutzausschuss dieses System näher vorzustellen und dann an beiden Papiermaschinen entsprechend zu verbreiten und im Betrieb umzusetzen. Für diese Innovation, mit der ein Gefährdungspotenzial beseitigt werden kann, verleiht die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie, Branche Papierherstellung und Ausrüstung den Förderpreis Arbeit, Sicherheit, Gesundheit. Ein Hochdruckstrahl mit über 100 Bar ist kein Spielzeug mehr, sondern kann sich zu einer gefährlichen Waffe entwickeln. Thorsten Hoffmann hat dieses Problem aufgegriffen und mit einem einfachen, konstruierten Deckel mit Schlitz entwickelte er eine Fangvorrichtung für diese Hochdruckdüse. Damit ist es ihm gelungen, den gefährlichen Umgang mit Hochdruckstrahlern bei der Rohrreinigung sicherer zu gestalten. Und dabei bedanken wir uns beim Herrn Thorsten Hoffmann, und für seine Idee zeichnen wir ihn mit dem Förderpreis der Branche Papierherstellung und Ausrüstung aus. Herzlichen Glückwunsch an Herrn Thorsten Hoffmann. Danke.